Da wir ja eine Welt komplett neu erschaffen haben für diesen Film, war es auch sehr schwierig, die passenden Drehorte zu finden. Das hat zum einen damit zu tun gehabt, dass die Geschichte in einem Land spielt, in dem keine oder nur sehr wenig Pflanzen vorkommen dürfen. Und wie man sich vorstellen kann, wenn man in Südtirol in den Bergen im Sommer dreht, dann ist alles grün. Es war sogar so, dass zu Drehbeginn noch gar nicht alle Sets feststanden und unsere Szenenbildabteilung noch während der Dreharbeiten scouten musste für andere Locations. Das führte dann dazu, dass wir in sehr großen Höhen drehen mussten, teilweise über 2000 Meter. Und da kann das Wetter auch sehr schnell umschlagen. Es war wirklich alles dabei. Also wir hatten von Schneefall bis 20 Grad und Sonnenschein eigentlich alles an Wetterbedingungen, die man sich so vorstellen kann. Hat gestern seinen Teller nicht aufgegessen. Richtig, und jetzt regnet es hier. Die Sintflut fällt über uns herab. Die Sets fand ich alle total toll. Also wenn es nicht gerade Greenscreen gedreht wurde, dann war es eigentlich immer total schön. Die Burgen und Sellerjoch. Man hatte immer entweder eine Wahnsinnsaussicht oder eine total interessante Burg. Das war einfach nur toll. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich habe mich eigentlich ein bisschen mit der Sagenwelt beschäftigt, habe erstmal die Sage noch ausführlicher gelesen, die dem Drehbuch zugrunde liegt, um da so ein bisschen in die Welt tiefer eintauchen zu können. Und zwar wollten wir sehr dunkel erzählen, wir wollten dreckig erzählen, mit Staub, mit Patina, und das musste erst hergestellt werden. Wir hatten ganz viel vom Sägewerk Baumstämme bekommen, die wir dann für die verschiedensten Motive immer wieder in andere Formen geschnitzt haben.